Ich habe ein 1-0-Abitur mit Schwerpunkt Informatik gemacht und habe später dann tatsächlich Informatik studiert. Aber meine Abi-Klausur in Informatik, die habe ich einfach abgegeben und 0 Punkte kassiert. Wir hatten in Hamburg sogenannte Profile in der Oberstufe und ich war im Physik-Informatik-Profil. Das heißt, beides waren Kernfächer, 4 Stunden pro Woche Unterricht und am Ende der Oberstufe eine 6-stündige Abschlussklausur. Und als ich dann mal meine Noten in so einen Online-Rechner eingegeben habe, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich Informatik, obwohl ich im Informatik-Profil bin, gar nicht ins Abi einbringen muss. Und da ich doch zu der Zeit nicht sonderlich Informatik begeistert und eher extrinsisch motiviert war, habe ich dann auch gleich zu Beginn jener 6-stündigen Klausur ein leeres Blatt Papier abgegeben. Das hat meine Informatiknote auf dem Abi-Zeugnis echt runtergezogen, aber halt nicht den Abi-Schnitt. Was lernen wir daraus? Lohnt es sich wirklich für nur 6 Stunden Freiheit eine schlechtere Note auf dem Abi-Zeugnis zu kassieren? Ehrlich gesagt, irgendwie schon, denn es hat ja geklappt.